Willkommen zu einer neuen Weekly Challenge bei Blockhood. Und diesmal ist die Challenge erneut ein bisschen anders als diejenigen davor. Und zwar geht es darum, innerhalb von 10 Minuten so viel Geld wie möglich zu produzieren. Ich habe den Timer dazu noch nicht gestartet, einfach damit ich in Ruhe hier erstmal ein bisschen palavern kann. Und ja, weil ich nicht weiß, wie viel ich innerhalb von diesen 10 Minuten jetzt reden werde, weil ich unter Zeitdruck, wenn ich mich konzentrieren muss, vielleicht ein bisschen wortkarger werde oder nur noch Sachen sage wie Haus, Block hierhin, Sand, Gras. Deswegen hier mal ein paar Worte vorweg, was ich mir gedacht habe. Also was ich denke, das Billigste, was man hier wahrscheinlich machen könnte, um auf möglichst viel Geld zu kommen, wäre einfach, wenn ich hier die vierfache Größe gewählt hätte, 20x20, und dann einfach das Ganze mit Ölquellen und Ölsachen vollgekleistert hätte. Aber ich denke mir so ein bisschen, ich meine, klar, damit käme ich wahrscheinlich am schnellsten an am meisten Geld. Aber ich denke mir, das ist jetzt nicht so richtig hundertprozentig der Sinn von diesem Spiel irgendwie. Da möchte man ja schon ein bisschen Varietäten reinbekommen. Ich habe mir gedacht, was ich auf jeden Fall machen möchte. Ich möchte mit Öl anfangen, weil es das Simpelste ist, weil es das ist, mit dem man am besten zu Beginn starten kann. Aber ich möchte dann auch ein paar andere Sachen reinmachen. Ich möchte ein paar Wohnungen haben, auf jeden Fall. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht auch sogar Schulen und Offices dann haben möchte. Bin mir gerade aber unsicher. Ansonsten dachte ich auch darüber nach, dass man doch sicherlich auch was Cooles reißen könnte mit Gemüse und Fisch, weil das ja immer Sachen sind, die relativ viel dann produziert werden, wo man eine unglaubliche Menge dann an Märkten bekommt. Und ja, stimmt. Mit Kiosks kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen, wenn ich, Plazas kosten ein bisschen was, aber ich glaube, das gleicht sich ein bisschen aus, weil in Plazas braucht man, um die Community erstmal herzubekommen. Naja, wie dem auch sei, ich hätte es eigentlich super vorplanen müssen. Ich werde es einfach mal, denke ich mal, ein bisschen drauf losbauen, gleich. Ich denke mal, das hier darf ich mir schon mal öffnen zumindest. Wir sehen ja, wir haben 150 Geld zu Beginn. Und dann, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Dann würde ich mal sagen, fangen wir. Moment mal, ich muss mit meiner Hand gleichzeitig auf der Maus sein, damit ihr seht, wann ich starte. Und bei meinem Handy, wo ich die Zeit messe jetzt. Moment. Auf die Plätze. Fertig. Los. So. Und ich fange an, indem ich mich verklicke. So. Ich hätte natürlich auch schon mal das Ganze richtig hintilten können. Wäre ein Vorteil gewesen. So. Wie ich aber schon gesagt habe, ich werde nicht das komplette Ding so machen, sondern nur zu Beginn. Es ist eigentlich nämlich, denke ich, so die billigste Art und Weise, hier anzufangen, denn damit bekommt man eine Menge Geld, man bekommt die Möglichkeit, gleich noch ein bisschen was an Dings zu machen. Ich muss hier noch einen kleinen Weg durchmachen, das kombiniere ich am besten gleich mit Grünflächen für die Wohnung. Man bekommt Geld, man bekommt, also man kann daraus, Strom gewinnen. So, ich brauche Wasser. Strom. Man bekommt eben einfach auch schon mal eine richtig große Anzahl an Sachen daraus. So. Und dann würde ich mal sagen, fange ich hier an mit dem Korridor. Den mache ich beinahe einmal durch. So. Baue schon mal drei Stücke.
Ich weiß nicht, ob ich sehr viel mehr hinbekomme in der Zeit. So. Es ist übrigens, wurde gesagt, bei den Challenge-Beschreibungs, bei dem Beschreibungstext von wegen so, ausnahmsweise mal darf es uns komplett egal sein, wie viel Müll oder so wir anstellen. Insofern ist das super. So, Retail Shop kann ich eigentlich auch damit, ich meine, damit verdiene ich ja auch super viel Geld schon mal. So, Konsumenten fehlen uns ein bisschen. Das werde ich aber gleich ausgleichen, sobald ich im zweiten Stock bin. Im ersten Stock, meine ich. So. Da bekomme ich nämlich jetzt mal genügend Konsumenten rein. So, jetzt brauche ich ein bisschen Leisure. Entspannung. Und frische Luft ebenfalls. Ich am besten beides gleichzeitig. So. Wasser fehlt. Ah, fuck. Wäre super praktisch, jetzt die Shortcuts zu können. Es gibt Shortcuts. 3 Minuten haben wir schon rum. Ich leg mir das Handy mal. Ah, bisschen besser hin. Nein, vergeudete Zeit. So, und es liegt super nah am Mikro dran. Und ich hoffe, ich glaube, das hatte ich nämlich schon mal. Das war super blöd. Das ist nämlich dann passiert, dass ich plötzlich Dings hatte. Na, wie heißt denn das? Ich hatte plötzlich so Störgeräusche, so. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall sein wird. Weil das wäre super unangenehm. So, wo ist denn der Fisch? Ich sehe den Fisch nirgendwo. Fisch? Okay, haben wir genügend. Dann mache ich das hier nicht mal voll. Und jetzt brauche ich noch mehr Konsumenten. Natürlich könnte ich auch einfach Konsumenten anlocken, indem ich Dings. Oh, was lag das? Indem ich Dings baue, Schilder. Mache ich aber mal nicht. Ich weiß nicht warum. Ich brauche aber auch Wohnungen, muss ich sagen. Vor allen Dingen möchte ich jetzt doch dann doch vielleicht tatsächlich Offices bauen irgendwie, weil mir gerade auch die wundervolle Idee kommt, das nämlich, Moment, ich ja ebenfalls Corporate Offices bauen kann, weil ich Öl habe, brauche ich allerdings eben Knowledge dazu, dafür brauche ich Schule, dafür brauche ich Jugend, Jugend habe ich genügend. Ha, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und ich sehe gerade, dass ich diese Dinger hier nie richtig rumgebaut habe. Boah, Mann, 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 Mann. Was diese Nervosität mit einem macht. Vor allem Nervosität, weil ich sehe, dass wir zu wenig Leisure haben. So, jetzt würde ich sagen, Corporate Offices. Wir verdienen schon richtig Geld jetzt gerade. Hälfte der Zeit ist schon rum, mehr als die Hälfte der Zeit. So. Nächster Stock. Hallo. So. Und jetzt mache ich nämlich eine ganz lustige Sache, um auch ein bisschen nochmal ein bisschen Variety hier reinzubekommen. Variety, weil es ja kein deutsches Wort dafür gibt. Angeblich. Das sollte sarkastisch sein. Ich kann nicht mehr sarkastisch reden, weil ich. Arg. Ich meine natürlich Varietät und so, weil das gibt es und. Was rede ich? Ich hätte am besten einfach von Anfang an ein Schweigegelübde ablegen sollen. Ist das überhaupt richtig rum? Ja, ist richtig rum. Okay. Ich will heißes Wasser haben. Touristen, schön, freut euch.
So. Hotelzimmer will ich jetzt nämlich bauen. Hotelzimmer bringen auch Geld. Muss es aber abchecken, wie viele Hotelzimmer kann ich denn bauen? Ich kann, glaube ich, immer nur doppelt so viele bauen, wie ich, Dings heißt Wasserzubereitungssachen habe. Kann ich eigentlich noch mehr Corporate Office bauen? Kann ich. So. Frische Luft fehlt. So. 7 Minuten schon rum. So. Was kommt hier das hier hin? Ich brauche Arbeiter. Warum brauche ich so viele Arbeiter? So, gleich sind 8 Minuten rum. Und uns fehlt ein bisschen Strom. Das ist ein Problem, das ich nicht erwartet hatte. Ich hatte es nicht antizipiert. Antizipieren ist ein schönes Wort. So. Und jetzt möchte ich noch... Habe ich noch Sachen für Office? Ja, dann mache ich nochmal Office hin. Wie viel Geld bringt das überhaupt? Bringt das überhaupt? Das bringt eine Menge Geld eigentlich sogar, ja. Das ist gut. Da freuen sich zwar die Nachbarn nicht so sehr, aber... So. Und jetzt kann ich hier noch was draufhauen. Ich glaube, ich habe noch heißes Wasser, oder? Ich brauche aber... Oh Gott, warum klappt das manchmal nicht? Nee, ich habe kein heißes Wasser mehr. Panik! 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 So. 1 Minute ist noch übrig. So. 50 Sekunden sind noch übrig. Was will ich hier noch machen? Frische Luft brauche ich hier oben. Okay. Das heißt, wahrscheinlich wird das hier noch... Uff, Moment. Nein, 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 nein. Ah, fuck, wie habe ich denn das da hingebaut? So. Das hier drauf. Das hier drauf. 30 Sekunden noch. Und, Moment, Moment, Moment. So. Ich glaube nicht, dass ich in den nächsten paar Sekunden noch was hinbekomme. Es ist nämlich jetzt 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1, 0. Fertig. Und wir sehen... Oh, fuck. Ich hätte wahrscheinlich draufschauen sollen. 8000 ungefähr. Ich hätte wahrscheinlich nachschauen sollen. Im Moment, wo ich fertig gesagt habe, wie viel Geld ich habe. Ungefähr 8000. So. Ansonsten alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Es sieht einzigartig aus, würde ich mal sagen. Eine einzigartig aussehende Gelddruckmaschine. Tja. Wunderschön. Boah. Was haben wir denn noch für Statistiken? Handy kann ich wieder weglegen. Ja, wir verdienen Geld. Ansonsten, ja gut, eine Menge Müll. Konsumenten habe ich jetzt gar nicht so viele gebraucht. Krankheit, Greenhouse Gas, Organic Waste, okay. Aber natürlich mit Abstand am meisten. Ach, hier hätte ich noch was oben draufhauen können. Aha, ja, zu spät. Naja. Ist auch... Könnte schlimmer sein. Oh, Achievement Unlocked Capitalist. Wie viel Geld kriege ich das? Ach, bei 10.000. In Ordnung. Das ist super. Ich frage mich, wie andere Leute bei sowas abschneiden jetzt. 10 Minuten für... Ja, Ich habe zuerst die Challenge falsch gelesen. Ich dachte einfach, das Schönste bauen in 10 Minuten. Hatte mir schon richtig Gedanken gemacht, wie ein schönes Gebäude in 10 Minuten aussehen könnte. In Klammern nicht so.
Und tja. Tja. Naja, okay. Ja, wie sieht das Strahlen da drin? Beziehungsweise wie sie eine Person da drin strahlt. Ich weiß nicht, ob ihr die Person seht. Da ist eine sehr strahlende Person drin. Dieser Person gefällt es hier sehr. Deswegen strahlt sie so. Schön. Ich glaube, es ist ein Tourist. Touristen sind immer am Strahlen, außer das Essen ist nicht gut. Oder es ist zu heiß oder zu regnerisch oder ihr wisst es ja. Schön. Super. Bisschen kürzere Folge als sonst. Aber ja. Also, ich meine, eine 10-Minuten-Challenge kann man auch nicht auf 20 Minuten ausdehnen, würde ich mal sagen. Okay. Okay. So. Mit diesen Worten dann also. Und danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.